Keiner von uns hat einen Cold Open vorbereitet. Aber wir lassen die wilden Affen los heute. Wir gehen auf die Kokosnussinsel. Nee, wie heißt die? Die Monkey Island. Du fragst ernsthaft, wie die Island in Monkey Island heißt? Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Coconut Island klingt auch gut. Verkauft nicht so viel. Klingt schlecht. Return to Coconut Island, neuer Titel angekündigt. Können wir mal. Ja, yeah, Preview. Ich wette, es gibt mindestens 100 Coconut Islands in verschiedenen Ländern. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es sogar mehr Coconut Islands als Monkey Islands. Wieso bist du eigentlich so groß? Darf ich dich mal hier auf den Boden der Tatsachen holen? Was soll das denn? Ja, das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach nur hingesetzt, um ehrlich zu sein. Wer saß denn vorher hier? Wer hat denn so einen Nils. Kleinen Oberkörper? Ich habe keine Ahnung. Mann. Ich weiß auch nicht, wie es runtergeht. Mach du dich doch hoch. Ja, ich weiß ja nicht, wie. Wenn ich bin zu hoch. Guck mal, ich bin fast oben am. Das geht. Aber es sieht gut aus. Als wäre ich 2,20. Ja, ich hab's gefunden. Leute, es ist soweit. Wir müssen ganz kurz natürlich reden. Während wir hier, das ist echt reiner Zufall, ne, dass wir jetzt hier Monkey Island wieder anfangen und plötzlich kommt Ron Gilbert aus der Versenkung und kündigt einen neuen Monkey Island an. Das konnte keiner ahnen, aber ich habe mich auch echt gefreut. Ich muss auch sagen. So supporten auch dadurch. Ja, ey, ich muss sagen, das war eine News, die da habe ich nicht mehr mit gerechnet. Aber freut mich mega. Vor allen Dingen das alte Team, auch Dave Grossman, der ja auch Day of the Tentacle gemacht hat. Also bis auf, wie heißt der, Tim Schäfer, glaube ich. Das ist der Einzige, der nicht dabei ist. Der Einzige, der nicht dabei ist. Ja, ist irgendwie komisch. Haben die eigentlich irgendwie Beef gehabt oder warum? Ja, es wirkt so, als hätten die sich irgendwann mal zerstritten. Ich glaube, Tim Schäfer hat ja nicht Double Fine gemacht, oder? Ja, aber dann machst du doch trotzdem irgendwie mit. Komm, dann machst du halt, schreibst du ein bisschen was hier und da. Wahrscheinlich haben die bei Filmen ist es viel offener, glaube ich, dass man da miteinander arbeitet. Ich glaube, bei Spielen ist es noch so abgesteckt immer. Ja, man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Wahrscheinlich gab es da irgendwie Stress. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Was ist denn hier vorgefallen? Bisher. Ja, folgendes. Wir haben natürlich eine Crew und wir können ja mal ganz kurz zeigen, wir sind hier, offensichtlich haben wir die fleißigste Crew erwischt. Die chillen auf jeden Fall. What was that? Sag mir mal bitte, der Typ in der Mitte, war der ganz am Anfang nicht blass und rot und mittlerweile ist er braun oder bilde ich mir das nur ein? Weil ich fände, das wäre ein guter Gag, den man so subtil manchmal gar nicht mitkriegt wohl. Das war ja der in der Zelle. Ja, aber ich hätte schwören können, der war ganz am Anfang, als sie sich ausgezogen und hingelegt haben, war er so ganz. Ja, vielleicht habe ich das auch damit verbunden. Aber ich mag, wie er hier so ein. Er sieht ja aus, als kriegt er einen ganz fiesen Sonnenbrand. Noch. Grissel, ja. Naja. Ja, einige von euch haben auch gesagt, wir sollen nicht so oft hin und her switchen. Das Problem ist, wir versuchen natürlich Best of Both Worlds zu kriegen. Die Sprachausgabe plus das Scum-System, weil man muss sich entweder für eins entscheiden. Ich zum Beispiel, ich mag die Sprachausgabe. Aber ich mag hier dieses Menü nicht so. Ja, so geht's mir auch. Also es ist deshalb haben wir auch so viel hin und her gewechselt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch am besten gefällt. Ist auch komisch, dass ein 25 Jahre altes Menü einem besser gefällt als quasi. Ja, aber es ist nicht ideal. Ich muss sagen, es ist hier nicht ideal. Also das geht ja noch hier mit den Items, aber dieses mit dem Mausrad, ich meine, das ist nehmen. Was soll das sein? Waschen? Gib, okay. Ach, Gib, da unten links. Ich glaube, sie haben das von dieser Scum-Textebene einfach übernommen. Klar, müssen sie ja. Und haben da nicht die passenden Symbole teilweise gefunden. Gibt es wahrscheinlich auch Hotkeys, oder? Damit man nicht. Also, ich finde, wenn es so symbolhaft ist, dann muss man wie bei Vollgas das machen. Wenn du dich erinnerst, da gibt es dann halt so drei Elemente. Genau, da gab es nur drei Stück. Damit kann ich leben, angucken, irgendwie sprechen und grapschen oder hier so. Gibt's das ist auch okay. Noch mal. Man faut. Ich habe eine Frage bezüglich noch des kommenden. Das kommt ja dieses Jahr auch, ne? Das neue. Ja, geil. Wie heißt es nochmal? Return to Monkey Island. To Coconut Island. Wie gefällt dir denn der Grafikstil? Weil da habe ich jetzt auch schon wieder alles zugehört. Ich habe mir noch kein Urteil über und so wenig gesehen. Man sieht. Gesundheit. Man sieht ja zumindest einen Charakter und Murray und ein bisschen Schiff. Können wir nicht kurz das zeigen? Warte mal, ich gehe mal hier. Stimmt, bevor wir. Also ich nehme an, die meisten von euch haben das schon gesehen. Return. Aber wir gucken mal rein. Return to Castle Wolfenstein? Nee, Quatsch. To Monkey Island. Komplett Monkey? Anderes Genre. So. Und hier ist dieser Trailer. Kann man da hier einfach drauf treten? Jawohl. So. Ich bin noch unentschlossen. Ob's mir gefällt, es ist super schwer, da was zu sagen. Aber es ist immer in Detail verliebt und schön animiert. Ich meine, wie will man das hier schon beurteilen können? Es ist ein Bild. Wir haben Guybrush noch nicht gesehen. Es hat so ein bisschen was Pixar-mäßiges, finde ich.
Ich glaube, man muss es wirklich mit mehr Kontext sehen. Das ist so in einer Szene einfach schwer zu bezeichnen, ob einem das gefällt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat absolut Potenzial. Und ich habe am Anfang auch den Stil vom dritten Teil zum Beispiel überhaupt nicht gemocht. Und dann im Laufe des Spiels habe ich mich einfach dran gewöhnt. Ja, ich mag ja auch wirklich, ich halt große Stücke auf den dritten, weil mir das total Freude gemacht hat, den zu spielen, zweimal jetzt schon. Und auch der Stil war da schon irgendwie ganz cool. Ja, also ich mag zum Beispiel auch die Möwe, ich mochte Murray hier. Ich mag auch, dass die Sprachausgabe hat direkt gestimmt, finde ich. Also ich kann das. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt nichts dran auszusetzen. Ich habe mir, weil ich das kurzem auch in meinem Stream vor kurzem mir angeguckt habe, kam ich auf Hannes Variante von Monkey Island. Kannst du dich noch erinnern? Geh mal. Ah, das können wir uns auch direkt angucken. Guck dir die mal an. Ich hab das war dieses in Unreal Engine. Das war die Cry Engine, glaube ich, oder? Monkey Island. Cry Engine, ja, das war die Cry Engine, ja. Und eben Monkey Island, da findest du das. Und das sieht wirklich auch verdammt gut aus. Immer noch. Und aber ist von 2009. Ihr werdet es ja gleich sehen und dann erklärt sich das ein bisschen. Aber es ist nie was draus geworden. Ich hätte schwören können, dass sie das irgendwann machen. Ja, das hat unser Ex-Kollege von Giga Games, Hannes Appell, gemacht. One Lone Clone, ja. Ja. Einfach nur, weil er ein riesen Fan ist. Das war noch bevor er bei Dings angefangen hat. Ja, er war natürlich auch bei LucasArts und so, ne? Aber ist er nicht jetzt wieder bei Cry? Ich weiß es nicht. Nee, der ist bei Star Citizen. Star Citizen, natürlich, stimmt. Von einer Fantasy-Raumschiff-Sci-Fi-Welt zur nächsten. Ja. Immerhin mit Mark Hamill gedreht. Ich glaube, dadurch kam für ihn ein Traum in Erinnerung. Ein absoluter Lebenstraum, nehme ich an, für ihn. Allerkrasseste Star Wars-Nerd und Fan, den ich zumindest. Ich meine, er hat immer noch einen Padawan-Zopf. Der Junge ist 40. Weil langsam reicht's auch. Oh Mann, und es sieht halt echt gut aus irgendwie. Also, wie schön wäre das, wenn du so eine 2D-Ebene hast, in die man richtig schön mit Kamerafahrten dann, wenn jemand ein Rätsel löst oder so, auch rein kann wieder, einzoomen könnte oder so. Oder so das Established, wenn du ein Setting neu etablierst, könntest du so eine Fahrt machen und dann gehst du zu dieser klassischen 2D-Sicht. Jetzt kommen wir in die Stadt. Aber sowas, wahrscheinlich immer einfacher, als sowas dann zu programmieren und zu entwickeln wirklich. Ist ja einfach nur irgendwas in 3D gebaut und dann eine Kamera animiert, aber was ist so lange her schon? Das ist schon nice. Hammer, absolut Hammer. CryEngine ist aber auch fett. Schon immer gewesen. Okay, das passt nicht so. Ja, nee, das darf natürlich auch nicht sein. Also das meinen wir jetzt aber auch nicht. Nee. Ich glaube, es war auch eher so ein Rumspielen mit der Engine. Ja. Aber man sieht es ja, kannst du es. Es geht, glaube ich, darum, wie es auch texturiert ist, dass es eben aussieht wie die gemalten Artworks von damals. Die hätte man vielleicht noch als Vergleich mal zeigen müssen, weil es sieht wirklich ziemlich nah aus wie die Artworks dazu. Ja, naja. Aber ganz interessant. Finde ich auch. Guck mal, 766.000, 13 Jahre her ist das. Na komm, kannst du eigentlich mal abonnieren, ne? Ach nee, du bist gar nicht angemeldet. Gucken, was der noch so auf seinem Kalender hat. Da war übrigens gerade Guybrush unter Wasser. Man hat aber auch seit 4 Jahren nichts mehr hingemacht. Und hier, guck mal, kennst du das noch? The Day Shit Happened? Ja, natürlich, Mann. Das haben wir zusammen. Ja, es hat ja auch beeindruckende 3300 Aufrufe. Aber das ist aber, ist das nicht schon länger als 9 Jahre her? Das kann sein, er hat die Seite, glaube ich, irgendwann mal aufgesetzt. Irgendwann fängst du halt an, so den Kram zu sammeln, den du so gemacht hast. Schon cool, aber da fehlen noch einige Sachen. Wir kennen deutlich mehr Videos. Ja, auf seiner Seite hat er noch mehr. Und das ist auch noch. Oder weißt du noch Wingwalkers? Ja, natürlich, auf Battlefield 1942, unser Stunt-Team. Stunt-Team, ja. Oh Mann, ey. Naja, es geht gerade nicht um viele Monkey Island, aber es macht uns Spaß. Na doch, hier ist auch wieder was er dazu gemacht hat. Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich kenne das auch. Special Uber Edition. Das ist aber sicher auch dieselbe Optik. Ja, genau, da erklärt er das, glaube ich, nur. Ist ja im Grunde das, was ich vorhin meinte. Ach, da erklärt er, was er gemacht hat? Ja. This is the original concept art. Genau. Ist doch geil. Ah, okay. Du könntest Übergänge machen, du könntest so Zeichnungen mit einbauen. Du könntest mal ein Monkey Island machen, was ein bisschen mehr so experimenteller ist. So. Statt einen Stil zu nehmen und der ist es dann. So sieht das dann in der Engine aus. Ich würde gerne wissen, wie viel Arbeit das für normalen Menschen ist. Ich kann das nicht einschätzen. Für mich ist das Voodoo. Du musst das ja alles so klein, ganzen Scheiß, jede Buchrücken musst du da wahrscheinlich manuell draufklappen. Überall diese Pixel, überall diese. Die Wireframes. Die Wireframes muss man noch machen oder macht er das automatisch?
Ich denke immer, du kannst ja auch Sachen scannen und die bearbeiten oder dir ein billiges Modell irgendwo holen und das bearbeiten. Aber selbst bauen ist auf jeden Fall super aufwendig, finde ich. Naja, gucken wir uns hier heute interessant an, Kerle der Fahrt. Was ja, sicherlich noch nicht Wahnsinn. Und jetzt legen wir los mit dem Spiel. Wir haben hier die faulen Leute und wir müssen, glaube ich, vom Boot runter. Dazu würde ich einfach mal sagen, müssen wir die Kanone mit uns mit der Kanone. Genau, A haben wir schon mal gemacht und B ist es wirklich die einzige, das einzige Item, was überhaupt noch anklickbar ist. Und wir haben Schießpulver und den Helm. Schießpulver haben wir vielleicht nicht dabei, aber. Okay, er setzt ihn erst auf, wenn es wirklich sein muss. Ist das da unten rechts? Ja. Okay. Okay, also benutze Schießpulver und Kanone, ne? Ich würde sagen, ja. So, ist drinne. Was brauchen wir noch? Ey, was eine Erfindung eine Kanone ist. Ich muss da immer irgendwie drüber nachdenken. Das ist einfach ein Rohr. Die haben gesagt, ey, wie können wir diesen Bum-Bum, wie können wir den in eine Richtung lenken? Ja, wie können wir Bum-Bum machen? Ja. Macht Bum-Bum kaputt die Gegner. Und dann bauen sie dieses Riesenrohr, wahrscheinlich unter Vorhunderte, die einfach explodiert sind. Irgendwann hatten sie ein richtig mächtiges Bum-Bum und dann eine Kugel. Das Bum-Bum hält. Ich finde das mega krass so. Menschen sind so weird, oder? Ja, gerade wenn es um die Erfindung von Waffen geht. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir hier Bum-Bum und was ist das? Brauchen wir noch irgendwas? Ein Tintenfass? Nee, das haben wir alles für den, für diese Suppe. Aber brauchen wir nicht Feuer? Ja. Das ist korrekt. Prospekt. Moment, aber Feuer kannst du ja mit einer Lupe, haben wir irgendwas Lupenähnliches? Vielleicht der Kompass. Guck mal, ob du den Kompass aufmachen kannst. Das müssen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall, ja. Warte mal, wieso ging das denn nicht? Ja, das ist nämlich auch, ohne Scheiß, auch nervig. Items nehmen und irgendwie kombinieren ist voll nervig, finde ich. So, Lunte, ne? Zack. Perfekt. Ja, Probier mal bitte, ob du den Kompass irgendwie zerlegen kannst, weil... Den Kompass? Ja, da ist vielleicht Glas dabei und dann kannst du vielleicht so eine Lupe machen. Ich glaube, Adventure-Logik. Ja, aber wie? Also, ich weiß es nicht. Wie kann man sowas machen? Öffne? Hast du ein Öffne? Hast du nämlich, glaube ich. Schiebe? Da. Was? Die Truhe. Was? Schiebe? Nee, das ist Schließe. Alter, das macht mich fertig, ey. Okay, dann du brauchst... That doesn't seem to work. Nee, du brauchst Öffne. Probier es einmal. Ey, fuck you. Ich mach das so. Das ist nicht anders. So. Open. Ich bin alt. Open. Okay, gut, ich gebe auf. Ich dachte einfach, es wäre eine Möglichkeit. Also Lunte. Note, Minutes, Map. Vielleicht braucht man das. Vielleicht. Achso. With. Use Cannon with Guybrush, wollte ich mal. Wir können ja mal den Helm jetzt aufsetzen. Ja. Dann rede doch mal mit den Leuten. Oh, ach stimmt, oben. Wie ist denn das? Könntest du noch mal mit ihnen reden? Geht das überhaupt? Vielleicht kannst du irgendwie fragen, ob er Feuer hat. Oder sein Weinglas. Hey, look. We've made it to Monkey Island. Let us know when you found the governor. We've got an extra chair she can use. Hm. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was da alles gab. Da ist der Lagerraum, die Kombüse noch. Also hier ist. Ach ja, nee, man konnte ja da noch. Ins Kajüde. Hier runter, ne? Ja. Ah. Ich glaube, geh auf jeden Fall nochmal runter. Aber ich glaube, wir sind wirklich überall durch. Da war. Und haben eigentlich auch alles eingesteckt. Wenn wir jetzt irgendwo ein Item vergessen haben, okay, aber. Loderndes Feuer, aber. Ja, dann ist ja okay, dann ist ja eigentlich logisch, ne? Irgendwas anzünden. Und dann hochrennen. Vielleicht hätten wir das Seil erst anzünden müssen, bevor wir es. Ja, wir haben es ja hier noch, komischerweise. I may need this later. Hm, okay. Das ist das guter Wein, ist ja quasi. Was denn? Alkohol. Das ist gut. I can't pick that up. Nicht. Aber, ja, okay, ne? Aber ich glaube nicht, dass Wein brennt. Ich weiß es nicht. Weinbrand. Ist Weinbrand, also einfach nur... Gebrannter Wein. Abgebrannter Wein. Das weiß niemand. Nobody really knows. Ja, das ist jetzt halt blöd, ne? Wir haben auch so viel... Mach mal ein Lesezeichen, weil wir haben ganz viel von dem Kram ja irgendwann auch schon benutzt.
Und das probier. Kannst du es mal mit dem Feuer öffnen? That doesn't seem to work. Okay. That doesn't seem to work. Ja, er kann das nicht mit irgendwas kombinieren. Tinte. Das ist unser Helm. Lunte. Das ist auch schon wieder eine Weile her alles. Aber sonst ist hier nichts, ne? Feuer. Nice and hot. Kochtopf. Also wir haben, ey, ich glaube, wir haben alle Items. Also, ja, nur haben wir sie schon mit den richtigen Sachen. Ja, ja, ich meine nur, dass die Räume, wir haben alles. Obwohl, guck hier nochmal genauer. Wir haben auch immer noch Schießpulver mehr. They look like kegs of gunpowder. Ja, das brauchen wir doch, Schießpulver. Aber wir haben ja eben schon die Kanone reingefüllt. Die Kanone, aber ohne Schießpulver. Haben wir nicht, hast du nicht Schießpulver reingemacht? Wir haben welches dabei, auf jeden Fall. Habe ich Schießpulver reingemacht? Ich weiß es nicht, aber du kannst immer Neues nehmen. Dann nimm ruhig einfach, siehst du? Ah ja, doch, du hast recht. Aber vielleicht benutze Schießpulver mit... Nee. Okay, warte. Brauchen wir eine... Nee, wir brauchen eigentlich nur... Feuer. Das kann wirklich nicht so schwer sein. Das... Müssen wir das Seil bis von der Kanone bis hier hin machen? Es würde ja wirklich reichen, den Strick kurz anzuzünden, aber er denkt ja dann... Er verbrennt es. Ich weiß nicht, ob das... Yeah, like I really wanna kill myself. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist keine gute Idee. Er tut so, als würde er das Seil verbrennen und nicht anzünden. Das ist so, deswegen kannst du es nicht benutzen. That doesn't seem to work. Kann man das Seil vielleicht in irgendwas tränken, sodass es länger brennt? Pech oder so? Nee, ne? Ja. I can't pick that up. Fuck. Ich bin kurz versucht nachzugucken, aber natürlich dürfen wir es nicht. Vielleicht haben wir auch schon alles. Aber wir brauchen noch Feuer. Also irgendwie anzünden. Mach mal, benutze Kanonenrohr. Dann sagt er vielleicht irgendwas Relevantes. It's much too dangerous to climb out there for no reason. Naja, eine Reason hätten wir ja. I'm only gonna put this on if I really have to. Ja, ich denke, wir müssen es einfach anzünden. Mach nochmal mit. Hat der Wein vielleicht. Kann man mit dem Wein vielleicht Licht reflektieren, irgendwie in irgendeiner Form bündeln, damit man. Ne? Aber es ist auch nicht so hell. Ja, wobei doch. That doesn't seem to work. Ja, wir müssen irgendwas mit der Lunte machen. Da können wir das Glas zerbrechen oder so. Haben wir irgendwas dafür? That doesn't seem to work. Ein Stück Papier. Staubig. It says Captain's log. Das Ding. First mate Toothrot and I have been searching for Monkey Island for over a month with no success. Das hatten wir schon, ne? The directions we purchased on Melee. Das ist lange. Das würde ich einfach wegdrücken mit Punkt, glaube ich. Captain's log, March 12th. Nee, geht nicht. I wish Toothrot would take a bath. Captain's log, March 17th. That's the last entry. Ah, okay. Sehr gut. Irgendwas entgeht uns hier. Untersuche Prospekt. I loved this stuff when I was a kid. Oben warst du ja schon im. Im Krähennest war es ja schon. War da irgendwas? Nee, war einfach nur ein Ausguck. Ja, da hatten wir wahrscheinlich schon irgendwas gemacht. Ja, wir haben, glaube ich, die Piratenflagge abgenommen. Ja. Aber lass mal überlegen, vielleicht können wir das Seil noch benutzen mit dem Seil. That doesn't seem to work. Da weiß ich, dachte, dass man es so lang macht. Warte mal. Wir haben doch Feuer. Das ist doch einfach. Also, wir hätten am Feuer vielleicht noch mal mehr benutzen müssen und mehr ausprobieren. Weil wir haben noch nicht alle Items am Feuer ausprobiert. Geh zu Monkey Island, mach ich. It's too far to walk to, and besides, I can't swim. Ja, aber du kannst doch 10 Minuten die Luft anhalten. Du kannst eigentlich hinlaufen. Sagen wir doch mal ehrlich. Schieben drauf, Max. Hey. Guck nochmal auf die andere Perspektive vielleicht. Klingelt's dann. Vor allem, wie lustig das jetzt komplett ist. Der Ton weg ist, ne? Ja, ist irgendwie
Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt wirklich am Spiel. Ich weiß nicht, ob es im Original so gar kein Ton war. Doch, da war ja auf jeden Fall Musik. Ja, aber das ist ja so gar nicht. So MIDI-Musik und so lief ja schon manchmal. Captain's Bed. Die haben wir schon aufgemacht. Die Schubladen haben wir auf. Hier haben wir alles aufgemacht. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir noch mal da gucken. Window. Okay. Na gut. Ich hatte gedacht, dass man vielleicht irgendwie das Seil da durch, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich denke immer noch an irgend so ein Lupending, irgendein Glas, irgendwas, was man halten kann. Ja, ich würde einmal alles mit dem Feuer probieren. Ich hoffe halt nur, wir haben ja gespeichert, ne? Okay. Wieso? Dass man stirbt? Ja, nicht, dass man irgendwie, dass man Dinge jetzt wegwirft oder verbrennt, die man später noch braucht. Ich weiß nicht genau, wie das nochmal war, ob man sich so softlocken konnte. I don't think it's going to catch fire. Also ich glaube, die Idee, dass irgendwas Feuer catcht, ist nicht so schlecht. Einfach Papier. Nee. Ups. Alter. Kannst du ja. Vielleicht. Was kann man noch anzünden? No. Perfectly good food. Es gibt eigentlich so viele Wege, wie man das jetzt machen könnte. Ja. Und stattdessen wird einem das nicht erlaubt. Hier, mein Gott, nimm eine Kohle in den Helm und dann zünd an und setz den Helm auf. Oder eine Million Sachen. Der Kompass. Mach nochmal Pull-Kompass. Ich will nur wissen, ob man den nicht doch irgendwie aufmachen kann. Okay, es geht nicht. Ich muss diese Idee vergessen. Staple Remove. Ah, warte mal, use Staple Remover. Ab wann glaubst du, wird die Regie anfangen, uns zu helfen? Was glaube ich, wird der Moment, wann wird der Moment sein? Gar nicht, hoffen. Wir haben noch 38 Minuten. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde irgendwann nervös werden. Wir denken. Oder wahrscheinlich guckt gar keiner zu jetzt gerade. Die sind schon lange gegangen, die brauchen noch 2 Stunden für diese Rätsel. Wir können gehen. Wirklich genau so. Okay, wir haben sie, Leute. So, Party. Die sind jetzt beschäftigt, 35 Minuten mindestens. Das ist so schlimm, diese Folge wird die erste Folge sein, wo wir einfach keinen Progress haben, aber null. Aber das muss es auch mal geben. Warte mal, Pick up Fire, was passiert denn dann? Ouch, that's hot. Okay, ich dachte schon gerade, er hat wirklich was genommen. Pick up Fire. Use... Ink with fire? Ey, vor allen Dingen, wenn wir jetzt die Lösung kriegen, werden wir uns 100% ärgern. Ja, klar, immer. Weil es dann wahrscheinlich doch logischer ist, als wir es wahrhaben wollen. Also, ich wäre nicht sauer, wenn es irgendein kleiner Pixel-Hunting-Kram ist, sodass man irgendeine spezielle Sache nicht gefunden hat, das zu erfahren. Aber so wie die Planke. Es ist ja wahrscheinlich etwas mit den Items. Das ist es ja immer, ne? Es ist was mit den Items, die wir schon haben. Wir sind in einem sehr kleinen Escape Room und wir haben mehr oder weniger schon alles 100-mal durchgesucht. Das ist eine sehr gute... sicher ganz oben. Geh mal noch mal eine Reihe weiter. Du gehst immer hier, hörst du auf. Nein, ich meine bei den Items. Ach, da stimmt, da haben wir noch mehr Items. Das ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Probier doch mal das andere Papier. Du hast vollkommen recht. Use Map with. Aber wenn es jetzt geht, wäre ich auch sauer. Das ist nicht gut. Wir haben Feuer. Okay. Okay, schnell. Das war das Problem, dass da noch eine Reihe Items war. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, aber dass man nicht einfach alles aus Papier nehmen kann oder ein Seil. Use Fire with Fuse. Use. Ja, gut. Okay, ich habe schon Panik bekommen. No!
Ja, okay. Das war die Lösung. Die Lösung, das Schwerste am Rätsel war, alle Items zu finden, die wir haben. Aber Feuer in der Tasche, das ist auch wirklich Adventure-Logik. Ja. Aber die Affen sehen doch im Original so gut aus. Uck, uck. Ja, ist dieselbe Affenart, aber ich mag die auch im Original schon viel lieber als diese. Die sind, weiß ich nicht, komisch. Ah, hier, Toothrot. Hier, mach du mal nicht. Okay. I'm Herman Toothrot. Don't bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. By the way, you might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. But hurt. Schon wieder ein Rätsel. Nee. Ja, okay. Also gute Hosen hatten sie, die Piraten, muss ich sagen. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck and the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Ach, die Kannibalen, ja. Natürlich nehme ich jede Banane mit, die man hier findet. Hey. Kannst du an dem Baum schütteln oder kannst du irgendwas da ja, drücken. I can't move it. I can't move it. Okay. Ich brauch da noch mehr Bananen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. I can't reach that from here. Ja, es gibt irgendwas, sowas wie ein Bananenpflücker. Den hat nämlich, glaube ich, Herman Toothrot. Ich erinnere mich an irgendwas vage. Ah, nein, okay, ich Idiot, nein! Wir müssen den Button finden. Nee, auch nicht, scheiße. Das hier? Scheiße. Das hat auch nicht geholfen. Okay, gut. Lass mal kurz hier im Spiel, in der Optik. Jetzt haben wir hier Musik. Ja, es ist in jedem Bild irgendwie immer. Okay, Besuch. Geht's dir gut? Ich verstehe nicht, wirklich, ich verstehe nicht, warum die Musik, hör mal hin. Okay, jetzt ist sie weg. Aber nahtlos übergeht, wenn wir wechseln, aber die Sprachausgabe nicht. Das geht mir in meinen fucking Kopf nicht rein. Hier, guck, jetzt alte Musik, warte. Neue Musik, es geht nahtlos über. Ja, okay, stimmt eigentlich. Warum geht das nicht mit dem, ja, warum geht das nicht mit dem Ton, mit der Sprachausgabe? Das verstehe ich einfach nicht. Es ist einfach nicht an der Stelle nicht gut programmiert, würde ich sagen. Oder keine Quality-of-Life-Entscheidung getroffen von den Entwicklern. Mich nervt es auch. Hier sind die Paddel übrigens. Und wir haben. Wir sind hier, aber ja. Zu weit oben, so wie es aussieht, ja, ne? Trouble ohne Paddel. Wie kriegen wir die jetzt so nicht? Hier müssen wir irgendwas mitmachen. Seil. Haben wir nicht hier? Siehst du einen starker Ast? Schiebe starker Ast? Nee. Ich probiere mal alles. Ich nehme an, wir müssen da unser Seil irgendwie dranhängen. Wie kann man noch mal das Inventory. Kann man das echt nur mit einem Tastendruck? Und wo sind die Seile? Ja, das haben wir, glaube ich, als Lunte ist es. Ja, aber wir haben eben die ganze Zeit noch Seil gehabt mit der Lunte und jetzt plötzlich haben wir kein Seil mehr, wo wir das ist brauchen? Weg. Das ist weg. Eine Frechheit. Mann, Digga, geh dahin. Okay, wir kriegen das Paddel nicht. Hier sind Bananen. Was soll ich mit diesem Affen? Das war's schon. Nee, du kannst hier noch nach oben gehen, einfach. Und scrollte. Ah, okay. Das ist riesig, die Insel. Das ist Elden Ring. Boy, sure is hot here. Aha, also heiß, hot, wie sagt man? Hot Spring? Hot, Hot Springs fand ich schon ganz. Ja, so eine Heißspringe. Was heißt denn Spring? Eine Heißspringe. Na, so eine. Du meinst, den Fluss, das Wasser meinst du? Also, ja, das warmes Wasser wollte ich einfach nur sagen. Nein, ich weiß schon, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie heißt das? Spring, eine. Therme. Du meinst wie diese Affen, die in diesem. Ja, in diesem Whirlpool Rudel, abhängen. Genau, ja, genau. Sowas. Das aber wir uns merken. Die sind, glaube ich, weiter oben. Das sind dann so kleine, so wirklich so Pools. Ja, genau, die so blubbern und so. Aber ich würde hier trotzdem gerne schwimmen. Ich glaube, man muss hier, warte mal, hier ist nämlich auch Damm, Moment, hier war, glaube ich, weil es so heiß ist, kannst du hier, genau, hier kannst du nämlich irgendwas machen. Ach, guck. Hier kannst du Feuer anmachen oder so später. Judging by these conchoidal fractures, I'd say this is a piece of flint. Siehste? Nimm. I'll check out this note while I'm at it. It's printed on letterhead.
to the ghost pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The Monkey Island Cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. Und dass man nicht unsere Elaine ist. Und dazu sagst du nichts? Na gut. Wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich irgendwie glaube, man könnte hier irgendwie was anzünden. Also ich meinte, weil es so heiß ist oder so, irgendwie die Sonne hier so ist. Weil da ist sie auch im Bild. Und ich habe irgendwie diese Erinnerung, dass man irgendwas machen muss. Irgendwas mit der Sonne. Weiß auch nicht. Kann aber auch Indiana Jones sein oder irgendwas anderes. Kannst du mal den Stein angucken da neben der Banane? Da? Hier den, also. Ach so, den, das ist ein Flint. Hm. Okay. Also ein Feuerstein. Aber braucht man da nur einen? Brauchst du irgendwas zum dranreiben? Stop moving this. It is delicately balanced. Herman Toothrot. Das ist Kunst. Ja, einfach mal so ein kleines Kunstobjekt geschaffen. Kann es sein, dass man da irgendwie drauf hüpfen muss? Nein, that doesn't seem to work. Von it's either an incisive representation of the futility of man, or it's a log in a couple of rocks. Hm. Naja, wir gehen mal weiter. Wir wissen jetzt, was wir hier haben. Ach, wie komme ich einfach nur zum Laufen? Warum gibt es nicht einen Hotbutton dafür? Ey. Ede. Musst du nicht einfach wo ist denn Laufen? Gibt's nicht Laufen. Seit wann gibt's denn Laufen? Geh zu. Doch, du hast vollkommen recht. Ja, man muss, glaube ich, rechts klicken für Geh zu. Okay, hier. Sieht doch auch wieder interessant aus. Geh zu Felshaufen. Da liegt ein Fels. Brock. It looks like someone put this here on purpose. Ah. Ja. Kommt doch schon. Ah, I never get tired of this view. Even if I have been looking at it for 20 years now. Even if it is the only view on the island. Yes, it is a nice view. I'm afraid I must be going now. Hä? Pressing business, you know. Na klar, richtig Geschäft. Das ist wie Hand auf Blatt, die Lache. Ich glaube, es gab damals von Sierra diese Herman Toothrot Insel, wo er irgendwie auf einer Insel war. Oder einen, der so ähnlich aussah und so ähnlich hieß. Also so ein Eremiten auf einer Insel. Es war eine ganz kleine Insel und es war eigentlich so ein Screensaver, die es ja damals gab. Schon lange her. Von Sierra? Ich könnte schwören. Also war das. Nee, das ist ja jetzt LucasArts, ne? Aber ich habe die beiden irgendwie immer in Verbindung gebracht. Sierra war der eine oder andere kennt es vielleicht. Hm? Sierra war doch immer diese King's Quest-Sachen. Genau, ne? Space Quest, Police Quest und halt auch Adventures. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich habe immer gedacht, das ist derselbe Charakter. Push den mal, den Stein. Stimmt. Der müsste ja runterfallen und diese Wippe dann schiebe. Und wahrscheinlich macht die unser Schiff kaputt. Nee, ich glaube hier der Bananenbaum. Nein, das Schiff! Oh! Und jetzt kommt die Crew nämlich an Bord, oder? Kann das sein? Hoffe ich doch. Das ist auch geil, so wie ist unser Schiff, dass wir im kompletten ersten Kapitel alles dran gesetzt haben. That doesn't seem to work. Ich würde den gerne auch schieben. I can't move it. Okay, gut, ich kann weder was nehmen noch. Doch. I'll just put it here. Ja, kannst du es nochmal machen. Was passiert, wenn du es jetzt machst? Aber ich würde gerne. Warte mal, ich nutze. Wo ist denn drücken? Schiebe. Ich glaube, wir müssen das unten umstellen, damit es die. Ich verstehe. Oder wir haben jetzt Glück nicht. Du hast vollkommen recht. Wir müssen es. Wir müssen es neu justieren. Also push. Ja, irgendwie, ne? Aha. Hat er was gemacht? Nee, warte mal, ich glaube, er hat es falsch gemacht. Er hat es gemacht, ja. Aber ich muss ziehen, komm. Das macht mich so fertig, ey. Pull. Die haben wirklich das Menü verschlimmbessert. Beim Versuch, es zu vereinfachen. Kann man pushen? Ja. Ah, genau, das wollte ich machen, ja. Und jetzt noch einmal. So. Ich glaube, jetzt ist richtig.
Ich will doch nicht mehr als ein Auswahlmenü. Dieses Klick für Klick sich da durchziehen ist super anstrengend. Pick up. Hippo Rocks. Und push. Ja! Nee, ne? Fast. Nicht ganz. Einmal noch, oder? Einmal. Ja, aber hatten wir Push oder Pull? Das war Push. Sag ich jetzt einfach mal. Er muss auf jeden Fall mehr noch sagen. Nee, falsche Richtung. Nochmal. Ob es überhaupt geht? Ja! Ja! Echt klar, es ist nie nur einmal. Es ist immer irgendwas mit zwei oder mehr. Pick up Steini. Push. Big Banana Tree. Nice. Sehr gut, Simon. Ja, ich bin auch stolz mit unserem Progress, nachdem wir so ein. Also wir sind entkorkt, offiziell. Ja, jetzt läuft's. Jetzt wird's easy. Richtig easy. Boy, it sure is hot here. Der sagt das doch nicht ohne. Nee, das ist auf jeden Fall noch wichtig. Aber ich suche die ganze Zeit so eine Art Spot, irgendwas, ne, wo steht einfach nur Stein statt Damm. Aber vielleicht muss man das auch gar nicht hier machen. Hier zum Beispiel kannst du auch sagen. Nee. Teich. Flussgabelung und ausgetrocknete Teich. Ja, wir könnten nochmal das ausgetrocknete Flussbett uns angucken. To the Monkey Island Cannibals. I don't mind you worshiping in front of the secret Monkey Idol, which doubles as my home and secret base of operations. But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the monkey head. GP LeChuck. Was heißt GP? Ghost Pirate. This is Stark. Another friend of mine, the one I sailed here with. He's lost weight. Never looked better. What happened to him? Oh, nasty accident. He was trying to put up a swing. Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Listen to this guy. Am I some kind of castaway? Ich mag wieder so den Comic Relief in die Kamera. Look at this guy. What's up with him? Who are you talking to? Why, the people watching, of course. Meta. Sure. My name's Toothrot. Herman Toothrot. I live here. Well, not right here. In the fort on the volcano. Were you stranded? You think I stay here for my health? Oh boy! Finde ich fast die Übersetzung, glauben Sie, ich bin zur Kur hier, finde ich fast besser. Ja, klingt irgendwie noch ein bisschen lustiger als, glaubst du, ich bin wegen meiner Gesundheit. Das Seil kann man gar nicht. Hat der nicht ein Seil in der Hand? Mhm. Ja. Nimm. Das kriege ich natürlich nicht. Doch. Achso. Also ich meine die so jetzt nicht auf die Schnelle. Irgendwas hier mit dem Ding, aber ich komme nicht ran. Da ist kein Item. Also muss es ja eigentlich. Kannst du denn das Skelett hängende Leiche? Kannst du vielleicht irgendwas? Das ist eine gute Idee. Die hängende Leiche, die ich nicht erreiche. Seil. Ja. Das ist so dumm, dass sie dir deswegen das Seil weggenommen haben vorher. We see what you did there. Ah, ich glaube, das können wir jetzt noch nicht mal. Vielleicht brauchen wir noch. Ah, ich hab's. Ich glaube, es gibt wirklich einen Bananengrabscher. Den brauchen wir aber nicht bei der Palme, da gehen wir ja gleich wieder hin. Sondern den brauche ich vielleicht hierfür. So, wo kann man nochmal? Da. Walk to Jungle. Jetzt können wir das Dry River. Nee, da waren wir an der Gabelung, aber hier Dry River Bed können wir, glaube ich, noch. Das ist recht. Okay, ja, sorry. Scheinbar kann man das nicht anklicken. Ja. Geht nicht dahin. Ist auch eigentlich erwartet, dass da irgendwas passiert. Pond waren wir gerade, ne? Ja, gerade beim. Oh, okay, gut zu wissen. Beach. Flaschenpost. Wird direkt aufgenommen. Da ist eine Nachricht drin. To Herman Toothrot. From Yammer, Hem and Haw, Attorneys at Law.
regarding suit against cannibal tribe over malicious tossing of your oars into a chasm. Eine ganze Story arc, so mehr, eine ganze Staffel. You can probably soak them for emotional distress and possibly punitive damages as well. Hmm. Sounds like legalese. I don't think I can translate the rest. Kommt er natürlich. Did you come in the ship I saw out there? You're braver than you look. Actually, it looks a lot like the ship I used to own. I got taken by a guy named Stan. Stan of Stan's used ships on Melee Island? Wie er über ihn lacht. So, was willst du wissen? Ich bin Guybrush, ich will jemanden retten. I'm here to rescue someone. Well, here I am. Glad you came to rescue me. Though you might have been a bit earlier, the fine on that overdue library book should be pretty big by now. Let's go! That's not exactly what I meant. I sailed here in pursuit of the governor of Melee Island, who's been kidnapped by a ghost. Oh, fine. Don't rescue me. I like it here. The rain on my head, the wind at my back, the bugs on my plate. Well, perhaps I could take you back too. But I've got to rescue the governor first. I think she's on that ghost ship underground. Oh, okay. Ey, weil die gerade über Regen gesprochen haben, es hat heute gehagelt, ne? Ich laufe draußen in der Stadt rum und es hagelt. Ey, ich bin ja eben erst aus Frankfurt hagelt. Angekommen und habe das nicht mehr mitgekriegt. Ich bin nur ausgestiegen, es war alles nass, aber die Sonne hat geschienen. Aber es war wirklich so richtig Hardcore-Hagel für, weiß ich nicht, 2 Minuten und dann wurde die Sonne irgendwie voll hell und dann musste ich die Sonnenbrille rausholen. Es war wirklich, what? Der April macht, was er will. Ja, es irgendwie ist, die Scheiße kommt nicht von irgendwo her, diese ganzen Bauernsprüche. So, jetzt will die ganze. Jetzt holen wir uns mal den Infodrop von Herman. Ja, gut, wir hätten noch nach seiner Hose fragen können. Ja, kommen wir noch zu. Secret of Monkey Island, but my friend met with a horrifying and tragic accident, which claimed his life, and I couldn't sail the ship back by myself. I trained a bunch of chimps to crew the ship and sail it back to Melee Island. They were supposed to get help and come back for me. Something must have happened. How come you didn't just go with the chimps? Weeks on a boat full of monkeys. Oh, joy! You're the only one on the island? Nein, die Kannibalen noch. I'm the only civilized person on the island. There's a native tribe of hunter-gatherers. Well, head hunter-gatherers, actually. But I don't talk to them. They are cannibals, but they're not dangerous. Unless you lend them something. What happened to your pants? What pants? Richtige Antwort. Did you lend something to the cannibals? I lent my banana picker to them, and they never gave it back. Der Bananenpflücker, da ist er. Endlich. Enormous cotton swab. It opens the monkey head, see? Not like I ever need to go into the monkey head, but if they want it back, I've got to have my picker first. It's a matter of pride, you know? Why don't you just give me the key to the monkey head? No, I needed to get back my banana picker. Also. Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes. Also, kannst du die Flasche noch aufheben? Ich werde es versuchen. Ja, durch sind wir mit ihm. Oh, auch geil. Das ist eine gute Idee. Das mag ich. It's a gross old bottle. I don't want it. Schnitt in 2 Stunden brauchen wir genau das. Okay, wir lassen ihn einfach mal so stehen, gehen zur Palme. Ja, da war doch noch auf der Map was. Warte, stimmt, das Recht war ja noch hier. Hier, da war da Lichtung. Dum, 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 dum. Private Property. Na, da können wir leider nicht hin. Private Property. Ah. Worshipping is permitted, but please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Wohnt der da? Ja, das ist, glaube ich, zu dieser Grotte, wo deren Schiff ist. Der Zugang. Shishkebab. Shishkejo. Ja. Lieb. Lieb. Was heißt lieb? Lieb. Check ich nicht. The artist carved his name on it. Made by Red Skull. Made by Sharptooth. Da kommt er wieder. That monkey had some
piece of work, eh? Nasty case of yellow waxy buildup. Aha, da erinnere ich mich auch noch. Da muss man irgendwas mit dem Ohr machen. Ja. Mit einem Riesen-Q-Tip oder sowas, ne? Genau. It'd be a great tourist attraction. If anybody could ever find the island. Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. Dann bleibt er immer noch stehen. Die Tür geht. Moment. Totenpfahl. Nee, geht gar nicht auf. Nee, nee. Da muss man später. Why, wow, that's the second biggest monkey head I've ever seen. The second biggest. Ja, komisch. Okay, gut. Aber wir können ja eh nur nichts machen. Okay. Also kann man da hoch in den Norden? Ich glaube fast nicht. Wir gucken mal, aber wenn, dann müsste es hier links runtergehen, ja. Aber da kannst du auch nichts andingsen oder so. Ich guck gleich mal noch bei der Flussgabelung. Ist nichts, ne? Das ist ja Betrug. Da ist ja einfach gar nichts. Nee. Schweinerei, wirklich. Schweinerei. Okay. Dann versuch's nochmal über die Flussgabelung. Aber war da nicht... Wo war denn unser Strand? Unten. Mit den Geiern. Boy, it sure is hot. Genau, und dann sind wir da hoch. Nee, da oben war nur der Stein, den man runter... Der Katapult. Genau, das Katapult. Aber kann man nicht auch noch links weitergehen? Das Katapult oder der Katapult? Ich weiß es nicht mehr. Nee, okay, man kann nicht hier gehen. Ich hätte jetzt gesagt das, aber ich... Heißt es der oder das Level? Weiß ich nämlich auch, mache ich auch mal falsch. Okay, ganz oben war nichts. Das ist halt bei englischen Wörtern wahrscheinlich debattierbar, aber ja. Katapult. Aber vielleicht ist ein deutsches Wort Level. Level ist ein deutsches? Nein, ich sag, oft ist sowas, ist der Ursprung dann irgendwie Latein oder so. Hast du es gerade gemacht? Nein. Ja, okay, aber wir waren immer noch nicht unten im Süden. Katapult. Also bei unserer Inselgruppe. Wo sind sie? Die Bande. Wie komme ich denn einfach nur... Okay. So, hier ist die Spalte mit dem Paddel. Den Affen ignorieren wir. Hat er uns irgendwas geklaut? Der Affe oder so? Vielleicht hat er uns was geklaut. That doesn't seem to work. Nimm sie. Ey, die haben es wirklich geschafft, einen kompletten Wiki-Artikel zum Thema Katapult zu schreiben, ohne einen Artikel zu benutzen. Das wäre gut. Aber ist es nicht ein Trebuchet? Ja. Ich hab gedacht, das heißt Trebucket. Ja, ich hab das Englische mal in meinem Kopf ausgesprochen, wegen dem Bucket. Und dann, wie dumm, ey. Ja. Hier, Victionary, da kann ich gucken. Das Singular, das Katapult. Krass. Das Katapult. Ey, die Leute sind weg. Oder gar nicht da. Da, wo wir sie eigentlich erwartet haben. Das Katapult. Das ist jetzt aber blöd. Ist hier nicht sogar ein Bötchen? Da ist doch was. Aber haben wir nicht die Bananen getroffen? Den Bananenbaum? Doch, die haben schon eingesammelt. Achso, die hast du schon eingesammelt. Es waren einfach zwei Bananen. Aber. Ah, okay. Was haben wir denn? Warte kurz, ich mach mal hier. Zeig mal die Items. Okay, wir haben einfach nur viele Bananen. Und diesen Feuerstein. Aber ich verstehe nur nicht ganz. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass man irgendwas mit den Leuten machen kann. Aber wo sind die? Die sind ja wahrscheinlich. Kann man hier was benutzen? Nee. Aber du musst irgendwas mit dem Affen machen und den Bananen. 100 Pro. Ja, klar. Aber meinst du, ich soll ihm drei Bananen geben, oder was? Oder wie? Irgendwas muss man machen. Ich weiß nicht mehr was, aber. Gib Bananen, gib Bananen. Ja, es ist nicht so einfach. Genau, drück mal den. Ja. Gib. Banane. Okay, die nächste. Nächste. Ja. Nächste Banane. Wir verlieren ihn. Gib. Banane. An. Affe. Also wenn der Affe auch nur annähernd so ist, wie ich denke, dass er ist, gib. Dann kriegen wir gar nichts dadurch. Gib Banane. Banane. Zu Affe. An. Wir haben keine mehr Affe. Gib uns doch jetzt was. Scheiße. Und jetzt? Kompass. Ich weiß nicht. I don't think he's interested. Nee, ich glaube jetzt, ich glaube schon, dass das richtig ist mit den Bananen, aber vielleicht fehlt noch eine oder so.
Ich weiß es nicht. Verdammt. Was? Moment, drück nochmal bitte. Was war denn das nochmal? Memos. To the Monkey Island Cannibals. Ach, das war, also sind alle Memos. Oh nein, wegdrücken. To the Ghost Pirate LeChuck. To the Monkey Island Jawohl. Cannibals. Was hast du denn jetzt gedrückt? Ich glaube Ü. 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 Kann sein, dass der... Oh, er läuft uns hinterher. Jetzt läuft er uns hinterher. Okay. Was können wir jetzt mit dem Affen machen? Für die Spalte brauchen wir das Seil. Das bringt nichts. Glaubst du, der holt uns hier Bananen? Läuft er uns doch hinterher? Nee. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder da, okay. Nee, jetzt auch nicht mehr. Glaubst du, wir haben es jetzt für immer verkackt? Es könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich nochmal mit der Kanonenkugel auf die Palme schießen müssen, um die Bananen neu einzusammeln. Fuck. Aber ich weiß es nicht. Hier ist noch ein Strand. Okay, immerhin noch eine Notiz. Wird uns nicht viel helfen. Aber vielleicht sind hier die Kollegen irgendwo. Please return our key to the monkey head. The cannibals. Er hat also den Schlüssel. Okay, komm, nee, da gucken wir noch. Da ist halt gar nichts. Nee. Oh, ich erinnere mich, dass ich hier auch gehangen habe. Ja. Damals, hier an der Stelle immer. Es ist ja auch so der letzte Akt und dann auch die Insel, um die sich alles dreht. Also es ist schon nochmal groß, so groß eigentlich wie der erste Part. Boy, sure is hot here. Wir machen das mit den Bananen gleich nochmal. Aber wir haben auch noch 9 Minuten. Ausgetrocknetes Flussbett. Ja, wir laufen hier nochmal genauer hin. Das irritiert mich. Kein Bild kommt. Teich, da war nur der Pirat. Was ist denn das da? Dieser Stein da in dem, ist das was? Nee. Leider nicht. Au, glaubst du, wir können den auch irgendwie runterballern mit den Steinen? Welchen Stein? Mit diesen fliegenden Steinen, die man da mit dem Katapult irgendwie schießen kann. Oh, das kann sein. Aber hast du nicht gesagt, man muss das mit dem Bananenpicker machen? Ja, das wäre jetzt meine. Das wäre jetzt mein Gedanke gewesen, ja. Aber ja, wir können auf jeden Fall mit dem Katapult noch auf andere Sachen schießen. Also, das erscheint mir schon sinnvoll. Ich geh noch einmal alles ab. Ja, jetzt waren wir fast überall einmal. Dann vielleicht wirklich die Steine. Es muss der Katapult sein, mit dem man noch auf andere Sachen schießt. Was anderes fällt mir jetzt überhaupt nicht ein. Naja, wir gucken mal. Wir werden es ja durch die Animation merken, ob wir irgendwas Tolles erreicht haben. Ja, da muss wieder zur Gabelung, dann hoch. Wo gehst du denn? Ach so, ja, ich war jetzt wieder auf dem Weg zum Strand. Das ist falsch. Dieser Umweg. Komm jetzt! Warum? Ja. Boy, sure is hot here. Es ist okay, Gesundheit. Warum sagt er das? Was ist nochmal? Ja, das, vielleicht soll es einen auch, vielleicht ist es so ein Red Herring. Soll einen irgendwie... Hörst du es auch? Mechanische Geräusche? Ja, genau, schieb mal. Mach mal so und probier einfach mal aus. Mal gucken, was passiert. Ja, Moment, aber das ist ja wirklich, das geht ja in eine ganz andere Richtung. Ja, aber ist doch egal. Können wir mal gucken, was passiert. Okay, Moment. Aber ich wollte erstmal die eine Geschichte ausprobieren. Ja, die wissen wir ja, dass die geht. Moment, welche denn? Ich dachte, wir probieren es erst aus jetzt. Oder ich glaube, wir reden jetzt vorbei. Wir du willst nochmal auf den Baum schießen. Nee, das müssen wir auch machen, stimmt. Nee, ich meinte, wir wollten noch auf der anderen Seite gucken. Die Leiche wollten wir gucken. Ja, aber du kannst ja jede Variante einmal aus. Das dauert ja so mega lang, deswegen. Okay. Da müssen wir hoch. Ich glaube, wir haben jetzt komplett rüber gedreht. Ja, es könnte sein, dass der dann da in diesem Krater zum Beispiel landet. I don't see anything special about it. Ja, es wäre schon sinnvoll, da mehrere Sachen mitzumachen, das stimmt. Nicht nur dieses eine Rätsel. Nee, okay, das war schon mal nichts. Meins hat nichts gemacht? Ich wette, da kommt eine Bestätigung in irgendeiner Form.
Aber wir machen einfach mal alles durch. Genau, so, einmal, einmal eine Runde durch. Ob wir das überhaupt schaffen? Wir haben 5 Minuten. Ach doch, das schaffen wir. Rede mit. Das Gefühl, dass Drücke genau weit weg ist in beide Richtungen. Schiebe. Ja, das wäre besser gewesen. Okay, komm, so, wir machen das hier zusammen ab jetzt. Dann geht es auch schneller. Hm, auch nicht. Okay, aber wir nähern uns der Lösung. Jetzt nochmal. Scheiße, was hier? Ey, es ist wirklich wie zwei Affen. Ich weiß es auch nicht besser. Ja. Zieh. Das müsste doch jetzt schon auf die... Oh, das müsste die Palme sein. Das müsste jetzt schon die Palme sein, eigentlich. Nein, nein, du musst doch mal mantrillen. Zu zweit, selbst zu zweit können wir es nicht. Okay. Schiebe. Immer noch nicht. Was passiert da? Irgendeiner schraubt aber an irgendwelchen Rohren. Ja. Denke auch. Okay, pull. Okay. In die Kamera. Heißt eine Pulle deshalb, weil man quasi zieht? Also man zieht, trinkt. Das ist eine sehr gute Idee, ne? Dass das zusammen. Gib mir mal die Pulle. Gib mir mal, ja. Also, das ist, finde ich, die beste Erklärung, die ich je gehört habe dazu. Wahrscheinlich auch die einzige, fairerweise. Aber jetzt, wo du sagst, ich würde dich wählen. Nobelpreis. Ich würde sie wählen. Er weiß, was Pulle heißt. Also, es ist mehr als alle anderen Politiker. Ja, du hast es dir selbst erarbeitet. Ja. Glaubst du, so ein Politikformat? Zum Beispiel auf Twitch oder auch auf YouTube oder so, wo man einfach die ganze Zeit nur ablästert und schimpft über Politiker. It came close, but I don't think it'll hit it again. Ah, okay. That shot was one in a zillion. Okay, also das heißt... Das war schon okay mit dem Affen irgendwie. Aber... Ich weiß nur nicht, was jetzt passiert ist. Ich muss noch mal drücken. Wir wollen noch mal einmal weiter. Warte mich runter. Moment, das hat schon was gemacht mit dem Affen, aber was? Dann müssen wir nochmal zum Affen. Ne, vielleicht folgt er uns nur, wenn wir nochmal in seinen Bereich gehen oder so. Aber ich glaube nicht, dass wir uns so gesoftlockt haben. Ich will es einfach nicht glauben. Hä, Moment. Aber jetzt, okay, und ab der Mitte muss man dann, nee, nochmal. Ab der Mitte muss man dann drücken, ich werde wahnsinnig. Nein, was ist jetzt los? Also zieh. Und was meinst du jetzt, ziehen oder drücken? Ziehen. Okay, und jetzt drücken? Ziehen. Immer noch ziehen, jetzt habe ich drücken. Ja, okay. Okay, dann habe ich mich einfach verklickt und habe verkackt. Okay, nochmal, jetzt einfach immer ziehen. Wie dumm. Ah, ich hätte schwören können. Okay. Ich glaube, wenn, dann ist es nur komplett in die andere Richtung. Ja, schauen, ne? Ja, wir machen es einmal durch. Vielleicht erwischen wir einen der Vögel. Hä? Ah, okay, das ist das Schiff. Oh, wir haben sogar auch schon mehr als eine Sache gemacht. Denn wir haben das Schiff und die Palme gemacht. Ja, wir könnten höchstens aber links die Lichtung. Ich will noch einmal durch. Den Piraten wolltest du ja noch ausprobieren. Aber schau mal, ich bin doch nicht doof. Ich habe das jetzt... Er hat es jetzt wieder falsch gemacht. Kommt die Art und Weise, wo du klickst, nicht so weit links. Ich verstehe nicht. Mach noch mal, mach bitte noch mal. Okay, und jetzt noch mal? Okay, du musst auf. Warte. Du musst immer auf die Mitte dieses Dings, glaube ich. Nee. Okay, es ist super dumm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Sache ist. Probier jetzt mal drücke. Ja. What? Hatten wir das schon? Nee. Also wir haben einmal das ganz Extremste in die Richtung ausprobiert. Ich weiß aber nicht, ob es das ist. Wir haben eine Minute. Immerhin schaffen wir es noch einmal, das Rätsel der Wippe zu lösen. Und dann sind wir eigentlich auch Wippenmeister.
Wippenmeister. Das hat ein Achievement kriegen auf jeden Fall dafür. Finde ich schon. Einmal in jede Richtung geschossen, 5 Minuten deines Lebens kriegst du nie wieder. Okay. Das war das Schiff. Das war das Schiff, ja. Das wäre das Schiff gewesen. Hm. Noch ein weiter. Mehr geht, glaube ich, auch nicht. Ne, dann hast du jetzt die Ausgangsstellung, glaube ich, oder? Gucken wir, ob man noch weiter. Weiter. It won't go further. Okay, das heißt, das ist das Letzte. Das gucken wir uns noch 50 einmal Sekunden, an. Das schaffen wir noch. Seit wann bist du so fixiert auf die Uhr? Nein, ich finde es einfach schön, ich finde es schön, einen Countdown zu haben, ein gewisses Ende zu haben, wo man weiß, guck mal, das kriegen wir noch hin, alles andere ist dann der nächsten Folge, weil wir wissen es ja auch nicht besser. Hätten wir am Anfang nicht so lange mit der Kanone gekämpft. Nee, okay. Über den Horizont. Na gut. Ja. Ja, jetzt ist die Zeit um. Da machen wir dann an der nächsten Stelle weiter. Der Affe ist, glaube ich, der Affe ist das Rätsel, Erlösung. Dann soll ich einfach mal locker machen, der Affe. Ich bin voll dafür. Dann sagen wir jetzt Tschüss und ihr seht uns dann beim nächsten Mal wieder. Es war jetzt nicht der Mega-Progress, okay, aber es ist auch schwer. Es war auch schwer. Es ist schwer. Wir wissen jetzt wirklich, was auf der Insel ist. Wir haben auch schon viele Sachen vorgelöst. Uns fehlt nur noch jetzt hier in der Mitte so. Wir sind im Flaschenhals angekommen. Na gut, nächstes Mal geht's besser. Weiter.